Man schaut hier links, hier rechts. Wenn er Jalan im Gefällt hat, würde er ihm folgen. Würde die Tür hinter sich leise schließen. Vor dir im langen Gang kannst du einen Bluttemplar erkennen, der dort gerade wohl Position, Aufstellung genommen hat, hat sich gerade eben hingestellt und macht sich ein weiteres Pfeifchen an. Du kannst riechen, wie es wohl nach Rauschkräutern riecht, ganz eigen, ganz maraskanisch. Steht da. Ah, Bruder. Was tust du hier? Oder wir hatten einen Eindringling in der Vorratskammer. Ich bin auf der Suche, aber er scheint sich verflüchtigt zu haben. Die kleine Laus. Hast du ihn erwischt? Nein. Leider nicht. Wir werden ihn ausweiten. Oder viel besser, wenn er auf dem Altar geopfert wird, dann ja, soll er halt mehrere Tage leiden. Je schlimmer Das die werden Schmerzen, wir, desto aber besser. dafür. Aber dafür müssen wir ihn erst einmal finden. Hier ist er nicht vorbeigekommen. Ich habe Ist er gerade nicht das Blutbad vorbeigekommen? für Belarion vorbereitet. Hat sich wohl am Tag ein bisschen verletzt und ja, du weißt ja, wie das ist. Wenn er seine Wunden kurieren will, dann muss er ein Blutbad. Kennst das ja. Aber wieder stickt. Er ist echt wahnsinnig, Mann. Willst du bei der Suche helfen? Dann können wir ihn zusammen ausweiden, oder musst du hier stehen? An sich kann ich auch mitkommen. Ei. Aber sei leise, die Gut. Brüder schlafen. Natürlich. Ich glaube, ich habe mich zuletzt in Richtung der nördlichen Vorratskammer gesehen. Ragnar kriegt auf Attack. Weg, weg, weg. Ja, das kann ich mir schon denken, wenn die Schritte da auf uns zukommen. Ja, schwerer Schritt, die unglaublich. Moment, du hast eine Rüstung von, genau, von der Karmoddgarde an. Das hier sind Bluttempler und die Rüstung ist noch martialischer. Sie haben einen Rüstungsschutz von 7. Hoch am Kopf. Muss gerade mal gucken, ob die Bluttempler das auch im Kopf haben. Ja, bestimmt. Ich gehe einfach mal davon aus. Also sie sind immer so in Blech gekleidet, wie du es früher bist, aber die Verzierung, die sie haben, das ist schon eine Nummer krasser. Das ist Ich meine, richtig krank, wie die rumlaufen. mit 7 hast du eine schwere Gestechrüstung an. Ja, Also ne? das sind richtig harte Typen. Das sind richtige, richtige knallharte Burschen und davon wimmelt es hier. Bluttemplar kommt, folgt dir mit den schweren Stiefeln. Du konntest auch noch hier den kleinen Gang hineingucken. Da hattest du dann verschiedene Betten gesehen, wo dann auch einige Leute drin schliefen. Ja, aber der Bluttemplar folgt dann und kommt dann mit dir. Und ich führe ihn zu der nördlichen Vorratskammer. Also entweder ist er raus und übers Dach, oder er versteckt sich in der Vorratskammer. Wenn wir Glück haben, hängt er an einem der Säcke und wir können ihn da rausziehen. Namen der Säcke. Ja, zwischen den Säcken. Ja, nicht in einem Säck, die sind ja voll. Wo kommt er denn her? Vom Dach? Kommt. Muss er wohl rüber reingekommen sein. Die Tür steht offen. Ich habe ihn hinten in der Vorratskammer erwischt. In der westlichen. Wenn er die Vorräte vergiftet, diese Wanzen vergiften gerne. Müssen wir Belharion Menning eine Meldung machen, nicht dass wir irgendwas Falsches essen und die freuen sich einen Keks, während wir alle ja, sterben. Das habe ich schon, als er hier durchgekommen ist, aber ich will ihm nicht wieder unter die Augen treten, bevor ich die Wanze nicht habe. Ja, Belharion Menning ist ziemlich schlecht gelaunt. Gut. Hast du schon oben auf dem Dach geguckt? Dach habe ich noch nicht geschaut, nein. Schaut hier mal nach links in den Schatten, dreht sich ein bisschen um, guckt da in den Schatten. Also gut. Warum schaust du nicht auf dem Dach? Vielleicht ist er ja hat er ja an irgendeiner an einer der Zinnen ein Seil angebracht. Und ich durchwühle so lange hier die Vorratskammern. War nur einer, ja? Ich habe nur einen gesehen. Er zieht aus seiner Waffenscheide den mit die Karmotka. Nee, das ist jetzt die Rote Legion. Ah, dementsprechend ist die mit einem NS-Schnitter bekleidet. Er zieht seinen Schnitter und geht dann langsam gemächlichen Schrittes zur Tür. Macht sie einmal auf, guckt nach links, guckt nach rechts und geht dann die Wendeltreppe nach oben. Okay, Ja, Signal an Ragnar, mir nach. den müssen wir jetzt nicht unbedingt ausschalten, oder? Ich weiß mit 7 RS nicht, RS echt nicht, ob ich das noch schaffen würde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gutes Argument, die 7 RS. Und dann schleichen wir den Gang entlang. Ja, hier jetzt nur noch die schlafenden Ritter, Bluttempler, in Rüstung schlafen sie nicht, aber die Rüstungen liegen daneben. Also das wären jetzt lohnende Ziele.
Müsste ja, man schon vorher wissen, das sind alles paar Tiere. Ob man Schlafhunde im Schlaf erdolcht oder ob man sie vorher weckt und sie dann ersticht. Oder ob man sie auch liegen lässt. Da ich kein Rondrager weiter bin, es wären lohnende Ziele für den 0815 Maraskan-Guerilla. Aber wir sind nicht 0815 Maraskan-Guerilla, wir sind echte Helden. Echte Helden in Dolchen Belarion Manning. Wir sind so weit gekommen, jetzt bleiben wir nicht stehen. Wenn die Bluttempel alle aufwachen, haben wir unnötige Feinde, wenn sie aufwachen. Oder nötige Deckung. Stellt euch vor, Belarion Manning wurde erdolcht. Schnell, helft mir beim Suchen. Wieder der Schrei des Schrofs aus dem Inneren. Ah, ihr sollt uns beeilen. Vorwärts. Okay. Ja, okay, schnell. Jetzt warte, ich gehe vor. Ragnar wird beleuchtet, dass er immer 5 Schritte hinter mir bleibt. Und dann gehe ich erstmal. Schau nach links, schau nach rechts. Vorsichtig. Geht es weiter. Irgendwo muss Belarions Blutbadewanne ja sein. Du Scheiße, wir sind so am Arsch. Ja, wir hätten die alle umschalten sollen. Ja. Vor dir kannst du hören Schritte. Irgendjemand kommt. Und zwar von auf deiner rechten Seite. Ich wende mich ab und gehe in einen dieser leeren Räume. Und dort erwartet man mich hinterher, versteck dich zwischen dem Schutt. Ach du Schande, noch so einer! Eine Frau, die hast du, ja, vor ein paar Stunden schon gesehen auf dem Marktplatz. Du hast auch ihren Namen gehört, Xaphaera von Hemantu. Die Vorsteherin hier von diesem Tempel, die das Ganze leitet in der Abwesenheit, der die Speerspitze gehört. Ebenso in eine martialische Rüstung gekleidet. Sie geht einmal aus einem Gang kommend an euch vorbei, beachtet euch gar nicht weiter. Ragnar ist da gepirscht, hier ist die Wand ein bisschen eingebrochen, hat sich auf den Schutthaufen gelegt und verschmilzt gerade mit dem Schutt ein paar Säulen, die dann die Sicht verdecken, aber dann könnt ihr sehen, wie die Tür sich öffnet. Ah, Belarion. Die Moment, Tür sie verschmilzt zu. Mit dem Schutt? Ragnar verschmilzt mit dem Schutt also, hier. Ja. Legt sich da so rauf. Also hier geht's einmal hoch und dann geht's wieder runter. Und er hat sich dann auf der Seite hier in den Schatten des Schuttes gelegt, damit er dann da verborgen ist. Ragnar kriegt auf Attack noch eine. Auch. Ausschalten. Du wolltest die anderen schon nicht ausschalten. Stimmt. Ja, Alter. Dann du kannst noch einmal nach rechts gucken. Auch hier liegt eine einzelne Person im Bett und schnarcht gerade. Ich möchte kurz anmerken, hier ist Belharion drin. Sagte die Frau gerade. Mhm. Vielleicht gesellt sie sich ja in sein Blutbad und sie haben beide keine Rüstung mehr an. Ragnar, eine Sinnschärfeprobe bitte. Ist ein bisschen schwer aus dem Lichtverhältnis an der Säule vorbeizugucken, aber du kannst da sehen, ein riesiger Tisch. Auch hier hängen Schlachterbeile herunter, baumeln an der Decke und an der Tisch. Das ist ein Opferaltar. Eine riesige Wanne aus Eisen steht darunter geschoben und das Blut läuft über eine Rinne direkt in die Wanne. Darauf selbst liegt keiner mehr, aber hier muss wohl vor kurzer Zeit erst jemand, ja, geschlachtet worden sein. Okay, dann würde ich jetzt auf Attack zu. Also man sieht auf jeden Fall, wie Ragnar angeekelt das Gesicht verzieht. Aber dann zu Yalan auf Attack bedeutet, dass wir da hingehen sollen. Frage, warum? Weil ich den Rafai Paktira mit seinen eigenen Werkzeugen schlagen will. Dem, was er tausenden von anderen Menschen angetan hat, soll er jetzt auch geschlachtet werden. Aber sie sind zu zweit. Ja. Also wir schleichen uns da rein und schauen mal, was da so los ist. Beziehungsweise schauen da rein. Ich weiß nicht, ist da eine Tür, die geschlossen, offen ist? Die Tür ist wieder geschlossen. Wieder so eine schwere Eichentür. Oder irgendein maraskanisches Holz, was Eichenäquivalent ist. Gut. Also ich kann nicht bestimmt mit diesem Schlachterbeil mehr Schaden verursachen als hiermit. Man deutet mal auf sein Knüppel. Aber wenn es unheilig ist, sollten wir uns seiner wirklich bemächtigen? Nun. Selbst wenn es unheilig wäre, was ich nicht weiß, dann
Wäre das, glaube ich, ein gutes Werkzeug, um Belharion Manning zu verletzen. Hinter euch könnt ihr hören, wie eine Tür geöffnet wird und dann wieder geschlossen. Gott. Wird hier rüber schleichen. Nee, du bleib doch da liegen. Bleib da liegen. Signal, bleib liegen. Ich stoche ein wenig in dem Schutt herum, trete ab und an nochmal einen Teil und lasse ihn erstmal herankommen. Kopf von hinter euch, ne? Also, wenn ja, jemand von hier guckt, dann ist Ragnar nicht mehr verborgen. Nur wenn du dann eben über diesen Hügel rüber guckst. Okay, also wenn du von hier guckst, ist Ragnar natürlich verborgen, aber von der anderen Seite nicht. Dann müsste er wieder auf die andere Seite rüberspringen. Aber die Tür ist ja zu, oder? Da ist keine Tür. Oh shit. Hier ist in dem Fall habe ich ihm natürlich nicht bedeutet, dass er liegen bleiben soll. Ich dachte, dass du gesagt hast, er verschmilzt mit dem Schutt, dass er da generell verborgen ist. Ja, von der einen Seite, aber von der anderen Seite nicht. Also, ihr könnt genau einmal diese Hechtrolle einmal rüber machen. Ja, okay, dann wäre ich aber hier komplett offen. Der schwere Schritt nähert sich dir und dann kannst du sehen, wie er da liegen bleibt. Es riecht wieder nach diesem typischen Kochen. Etwas dummig. Schatterknolle, was er da raucht? Guck dich an. Keine Spur von der Made. Ich gebe einem der kleineren Steine auch noch einen Tritt. Nee, hier ist auch nichts. Ich hatte gedacht, er hätte sich vielleicht weiter reingeschlichen. Nachdem wir draußen waren, aber nichts gesehen. Ich habe auf alle Fälle Xaphera schon gesagt, dass Belharion jetzt auch hier schwimmt, aber ich weiß nicht, was sie da wieder aushacken. Belharion ist zumindest ziemlich genervt von Nedi Majida. Warum denn das? Begehrt sie wieder zu sehr auf? Ja, man kennt das ja. Belharion ist das alles ein bisschen zu lasch, was hier geht in Boran. Immer wenn er hier vorbeikommt. Die Majida ist halt so eine, die, naja, weißt du ja selber, so ein bisschen mit Gift regiert, mit ihren Hexen. Und Belharion ist einfach jemand, der Meinung, wenn irgendwie ein Problem ansteht, dann soll er die halt erschlagen. Einfach in den Kopf spalten oder sowas. Xaphaera hat ja auch ein Problem mit Perjin Pada, glaube ich. Belharion sagt halt, wenn Xaphaera ein Problem mit Perjin hat, dann soll sie ihn halt umbringen. Ist doch egal, ob das ein Paktierer ist oder nicht. Der Stärkste wird halt gewinnen. Kommt er mag ein bisschen recht näher, haben, lehnt sich an diese Wand. Er mag recht haben, aber für der Zeit braucht er die Frau noch, um die Leute unter Kontrolle zu halten. Ja, war eine ziemlich schlimme Zeit ganz am Anfang. Ich weiß nicht, seit wann bist du hier? Noch nicht sehr lange. Ich war auf dem Festland. Ja, ihr Leute von Akamot gerade kommt ja gar nicht so sehr oft hier nach oben, aber... Ja, wie läuft es eigentlich auf dem Festland? Ich war auch nur beim Kuriergang hier, als ich diesen kleinen Bastard erwischt habe. Ja. Wie läuft es eigentlich auf dem Festland drüben? Woher kommst du jetzt? Ebelried war ich stationiert. Kennst du das? Nie gehört. Was ist denn da? Die Pisser haben ihre Kanonen alle auf der Nordseite des Flusses aufgereiht und wir kommen nicht über die Brücke. Und man kann nichts tun als sitzen und nichts tun. Oder da reinrennen und sich erschießen lassen. Ganz schön unwürdige Arbeit, wa? Deswegen bin ich dann ja auch hierher gekommen. Ja, wie gesagt, die Leute von der Kamera gerade taucht ja nächstes Jahr oft hier auf. Ja. Also wie gesagt, Xaphaera hat ein großes Problem mit Perjin und Belharion meint, dass man sie halt erschlagen muss. Und da muss man da nicht drumherum reden, sondern einfach machen. Aber woher kriegt er dann wieder Ersatz für sie? Was? Perjin? Ja. Perjin hat halt so eine kleine Absicherung. Ist so ein kleiner Liebling von Hafax, aber... Ja, Belharion hat ja auch eine andere Meinung zu Hafax. Ihm ist das auch wieder alles zu lose. Und naja, jetzt hat Perjin auch noch eine neue Waffe bekommen. Naja, die Orchidee, die er wohl führt, ist mit seiner Hand verwachsen, habe ich gehört. Ich meine, Hafax sitzt in... Sorry, OT-Aussetzer. Wo sitzt Hafax noch gleich? Mendeno. Ja. Oder? Nee, gar nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, würfel mal eine... Geschichtsistenkette. Kriege ich Erleichterung, weil ich aus Tobrien bin? Nein. Wenn er wirklich im Medina sitzt? Nein. Nein, okay. Geschichtswissen. Ja, Hafax sitzt in seiner Festung, in seinem Thronsaal und begnügt sich damit, König zu spielen. Ja, genau das meint Belharion auch. Er ist ja eher der Stratege so ein bisschen und ich weiß nicht genau, was er plant, aber
Sollen wir wieder richtig groß werden. Zumindest hat er ein paar Schiffe mehr und naja, jetzt seitdem er mit, naja, gegen Xeran so ein bisschen zieht und ihn so ein bisschen herumnervt, was da Belharion alles nicht so recht. Wird auch langsam Zeit, dass sich wieder was bewegt. Beilung muss endlich mal der Nachschub abgeschnitten werden. Wie viele Minuten sind inzwischen eigentlich um? Das ist jetzt alles in Echtzeit. Also, wann hat das Gespräch gestartet? Nur vor 2 Minuten oder so. Alles klar. Du kannst das natürlich alles hören, also gedämpft so ein bisschen, hast du die Tür zugemacht oder aufgelassen? Sind So wie sie natürlich zugemacht. Also so wie sie war. vorher war. Wenn sie vorher offen Genau, war, dann habe so ich sie wie auch sie. offen gelassen. Ja, ist okay. Du kannst das alles so gedämpft durch das Holz ein bisschen hören. Ziemlich karge Steinkammer, was auch immer hier gemacht worden ist. Moment, du drehst dich um, hast aber nur die Tür zugemacht, so leise wie möglich. Aber jetzt, wo du dich ein bisschen umguckst im Raum, kannst du hier mehrere Personen baumeln sehen. Sie sind allesamt gehäutet und tropft an ihr, ja, an ihrem Fuß herunter das Blut. Das ist so widerlich hier drin. Hurra. Du zählst einmal durch. 6 Leute. Ihre Gesichtszüge kannst du nicht erkennen. Teilweise männlich, teilweise weiblich. Aber allesamt gehäutet. Ja, Ragnar stellt gerade fest, dass er hier raus muss. Geht zu dieser Schießscharte, um frische Luft zu atmen. Sehe ich da draußen irgendwas oder irgendwen? Dunkelheit. Der Wald. Jetzt in der Nacht ist er nicht mehr totenstill, sondern ist laut wie ein Urwald, wie ein Dschungel, das eben sein muss. Affen, Vögel, Gekreisch von wilden Tieren, die du nicht zuordnen kannst, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Ja, ich überlege gerade. Ja, dann habe ich noch kein Füchsisch beigebracht, oder? Füchsisch Nein. ist ja sowieso nur die Schrift. Ich weiß nicht, wie willst du durch eine Tür mit. Ach so, du willst mir jetzt eine Nachricht hinterlassen, ne? Genau. Ich wollte ihm hier so ein Zinken einritzen, von wegen, dass ich weitergehe. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, dann Dann muss kannst ich du auch wohl auf hier der drinnen anderen, du verharren. kannst auch auf der anderen Seite noch warten. Du könntest dich vielleicht noch mal durchquetschen, dadurch, dass du so dürr bist, aber Yarlan kommt hier nicht durch, gerade nicht mit Rüstung, aber der kann ja auch den Weg ganz normal wieder verlassen, dann die Weißt du Tür was, ist dann hoch. ich habe jetzt voll den Ninja-Move drauf. Wir sind hier jetzt im ersten Stock, ne? Oder Im Erdgeschoss. Es gibt Erdgeschoss, keinen genau. ersten Stock. Würde ich hier rausgehen. Hier rein. Während die beiden sich da unterhalten. Und hier mich langschleichen. Dann von hinten. Okay, dann brauchen wir erstmal hier eine Schleichprobe. Alles klar. So viel Schleichproben. Gut, dass ich das gesteigert habe. Oh, genau die Werte getroffen, die ich nicht überwürfeln darf. 15, 14, 13. Alles klar, kannst du dich hier vorbeischleichen? Auch hier alles ziemlich dreckig, wie sie hier schnarchen und dann in den teilweise blutigen Betten vorbei. Obwohl, kann ich einschätzen ungefähr, wo er steht und wie er zu Yalan steht. Weil Wenn wenn ich du, davon wenn ausgehe, du. dass er wieder hier steht, dann würde ich von hier kommen. Ja, also je nachdem, du kannst dann hier einmal kurz hinüber lugen und siehst dann da nichts, aber die Stimmen kommen auf alle Fälle aus diesem Raum, da wo Yalan stehen muss. Das heißt, der Okay. muss da irgendwo, und je näher du kommst, desto näher kannst du es auch dann erfahren, wenn du dich dann hier weiter schleichst. Darf ich noch eine Schleimprobe machen, oder? Dafür brauchen wir noch eine Schleichenprobe und Yalan, das Gespräch kann mit der Zeit weitergehen. Ja, Jalan fragt dann irgendwann, krieg ich auch was zu rauchen? Natürlich, Bruder. Habe ich Tritt dem dann an ihn maraskanischen heran. Abschaum abgenommen. Gutes Zeug. Ja, die haben immer das beste Zeug. Guck mal, den Tabak oben in Transsilien, den kannst du ja vergessen. Das Rauchkraut. Eine Selbstbeherrschungsprobe von Yarlan. Sonst erschreckst du dich, als Ragnar plötzlich auf der falschen Seite wieder auftaucht. Mit dem Knüppel griffbereit. Glück bin ich gut in Selbstbeherrschung. Ja. Gut, bist kurz überrascht, kannst deinen Gesichtsausdruck kontrollieren und dann steht Ragnar nur wenige Zentimeter von dir entfernt, mehrere Zentimeter von dir entfernt, auf der anderen Seite, direkt zwischen euch. Sehr gut. Also, Könnte es natürlich auch du jetzt erst siehst, rumgehen und. kurzzeitig, Yarlan, wie Ragnar auftaucht und dann wieder verschwindet. Du weißt nicht genau, was er vorhat, aber er ist nicht mehr in diesem Raum. Was tut dieser Idiot? Ah, warte, 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 kann ich ihm sein Geldbeutel klauen? Das kannst du Das machen. tut das ja ordentlich Könntest ihm auch sein Schwert vielleicht klauen. Echt? Geht das?
Das wäre Ja, lustig. warum nicht? Also von Könnte seinem Gürtel ich mir lösen, eins. das ist schwer, das ist wirklich Könnte ich schwer, mir aber es geht. vorstellen? Könnte ich mir vorstellen, dass. Oh ja, stimmt. Daro schreibt mir gerade was Interessantes. Aber wenn ich sein Schwert klaue. Das ist ein Schnitter, ne? Den kann ich mit Infanteriewaffen führen. Damit kann ich niemanden meucheln. Das ist blöd. Du sagst mir wahrscheinlich nicht, um wie viel das erschwert ist. Nehme ich an. Aber okay, ich sehe. Ich würde dann 8 Punkte. tatsächlich. Taschendiebstahl 8 Punkte. Ah, kann man noch machen, aber nee. Aber ist er denn in seinem Rauschkrautstand schon so, dass der schon gar nichts mehr mitbekommt oder ist er noch Vielleicht gut dabei? könntest du Jalan ja sagen, dass er ihn weiter ablenken soll. Das würde ich sowieso machen, weil ich sonst gerade nichts zu tun habe. Ja, jetzt zieh erstmal kräftig. Ja, ich würde ihm tatsächlich sehr meinen, dass er ihn weiter ablenken soll, aber ich würde nicht da auf den Bluttempler losgehen, sondern ich würde. Das war Würde. starkes Zeug. Sicherheitshalber hier mal ein paar Köpfe zertrümmern. Obwohl der gute Jalan dagegen war. War nicht dagegen, ich habe es nur als unnötig erachtet. Gut, Jalan fängt an mit Rauschkraut. Deine Klugheit ist die nächsten 2 Stunden um 2 Punkte gesenkt. Deine Körperkraft ist um 3 erhöht. Nehm ich sofort. Mit Kusshand. Gut, dann verschwindet Ragnar in dem nächsten Raum. Immer noch grunzend, schnarchen, eben auch hier blutige Betten. Die Rüstung der Bluttempler ist abgelegt. Hier gibt es so kleinere Truhen, die da aufgereiht sind und das persönliche Zeug von denen beherbergen. Der Schnitter Ja. steht hier auch irgendwo auf Waffenständern, also mehrere Schnitter, irgendwelche Streitkeulen. Also, wenn du da noch irgendwas anderes haben willst, dann musst du nicht unbedingt einen Schnitter nehmen. Sei dir gewiss, wenn das mit dem Meucheln hier nicht leise passiert, dann hast du den zwar getötet, aber die anderen beiden Wein wachen wachen auf. auf. Ja, aber wenn ich ja mit dem Dolch die Kehle durchschneide, das ist ja nicht laut, oder? Wenn ich ihn Mit dann dem noch im Mund Dolch nicht, zuhalte. naja, wenn du jetzt anfängst mit dem Streitkolben den Kopf zu zertrümmern, das wollte ich dir jetzt nur sagen. Was liegen denn da alles für Waffen? Was willst du denn haben? Zum Beispiel ein Langdolch, der macht mehr Schaden. Ja, du findest da auch einen Würfel. Würfel mal ein Plus oder ein Minus Würfel. So ein Ich ja Langdolch sogar hätte ich auch. sonderlich. Okay, ich krieg keinen Langdolch. Ich Ja, krieg einen Moment. Mengwilla-Dolch mit Gift. Ach, nee, das ist ein ziemlich stumpfer, rostiger Dolch. Der macht sogar noch einen Schadenspunkt weniger. Nice, den wollte ich haben. Du kannst auch. Hast du Nice. deinen eigenen mit? Nee, hast du nicht, ne? Also ich hätte einen. Ja, ich Aber. schleiche ihm zu Jalan, klaue ihm sein Dolch. Ich unterhalte mich auch Also gerade mit dem Bluttempler von denen. diese Bluttempel haben keine Dolche. Doch, die haben auch normale Dolche, ist okay. Kannst du einen normalen Dolch finden, aber keine langen Dolche. Schade. Ja, Ist ja nirgendwo wäre an. man nur Echtobrian und hätte immer einen dabei. Du hast einen Langdolch dabei? Ja. Verdammt, den hätte ich dir klauen müssen. Ist sogar in Ja. meinem Maraskan-Inventar. Dann muss ich mir jetzt das Meucheln nochmal hier, die er würfelt, verdreifert und ignorieren die Rüstung. Das steht da doch sogar. Wo denn? Wenn die Attacke gelingt, gibt es 2 Möglichkeiten. Das Opfer soll getötet werden. Dies ist nur mit deutschen Fechtwaffen und Schwertern möglich. Die er würfelt Wo in bist TP du des jetzt? Beim Meuchlers. Todesstoß oder beim Meucheln? Bei Meucheln. Seite 86. Der Nachtwind gibt ja plus 2 Inni. Ist geil, ne? Mehr als man an der Treibhänder. Wo steht denn das mit dem Meucheln? Experte, Wenn ne? die Meucheln und das Betäuben. Meucheln und Betäuben, genau. Und dann der Wenn die erste Attacke Absatz. gelingt, Ja, genau. gibt Das es Opfer soll plus. getötet werden. Dies ist nur bla bla bla. Die erwürfelten TP Werden des Meuchlers werden verdreifacht. verdreifacht und ignorieren die Rüstung des Opfers. Sind also Schadenspunkte und der Angriff erzeugt automatisch eine Wunde. Okay, Ja, ne? Also. dann können wir wieder zurückspulen. Aber Wenn du jetzt. das Oh. willst. Nee, nee, nee. Jetzt will ich erstmal hier die Bluttempel Okay. ausschalten. Gut, dann Meuche. Ja, Oh, sie ist gerade viel zu gnädig mit uns. Ich habe hier eine 8er Erleichterung, ne? Wenn ich jetzt ansage, dass ich auf den Kopf zielen will, wie viel ist das erschwert? Oh, ich glaube um viel. 6. 6, alles klar. Wie gut bin ich im Dolchen? Das lassen wir mal. Zusätzliche Ansage, wenn du auf den Kopf zielst, dann wird nochmal ein W20 gewürfelt bei 1 bis 10 doppelter Schaden und bei Ja, 19 nee, bis 20 eben nicht, ne? Also das ist dann die
Nur auf 19 und 20 ist Kopf, aber nur die 20 ist der doppelte Schaden. Nicht die ich steche einfach so mit meinem Dolch zu. Und ein gezielter Schlag gegen den Kopf ist tatsächlich sogar noch ein 4 erschwert. Schauen wir mal, wie viel SP du machst dann. Der wäre getroffen. Okay. Also mit der 8er Erleichterung. Das ist das Meucheln, genau, mit der 8er Erleichterung. Da kannst du noch Schaden. Okay. 21, eine Autowunde. 21. Ich schneide ihm das Bein ab. Warum auch nicht? Ja, du rammst dann dein Dolch in die Beckenregion und kannst dann da eine unglaublich wichtige Ader nehmen. Aber er ist nicht tot. Das ist nicht gut. So, du machst 21 Schaden. Er wird doch bestimmt bewundschmerzt, bewusstlos. Also, hier, wir müssen hier ja. Also eigentlich ist das eine ziemlich kräftige Selbstbeherrschung, die er da schaffen muss. Ja, aber er kann trotzdem einmal schreien und fällt dann kampfunfähig um. So, Talent. Ich würde ihm natürlich den Mund zuhalten, ne? Also, selbst wenn er mir dafür in die Finger beißt. Das nächstes Mal überlässt du das Meucheln mir. Warum? Weil du den Langdolch hast? Weil ich den Nachtwind habe. Gut, dann kannst du ihm den Mund zuhalten. Das sollte man nächstes Mal bitte vorher ansagen. Ja, Entschuldigung. Kannst du ihm den Mund zuhalten und willst ihm dann den Dolch in seinen Bauch rammen. Dadurch, dass du ihm aber den Mund zugehalten hast, wird er wach, bemerkt dich und dann zappelt er ein bisschen herum. Du triffst leider nur das Bein, schneidest ihm da die Adern durch. Ein Schrei, der versucht, da durchzukommen durch deine Hand, aber du presst ihm die Hand weiter auf Mund und Nase, sodass du nur noch siehst, wie seine Augen sich weiten und er dann ohnmächtig umklappt. Also liegen bleibt im Bett. Kann ich ihm einfach den Dolch in den Bauch rammen oder muss ich noch eine Probe würfeln? Dann kannst du das Ganze nochmal nach oben ziehen und dann ist er auch wirklich tot. Alles klar. Dann würde ich jetzt, weil das ja bestimmt ein bisschen Lärm gemacht hat, ja, würde ich jetzt... Wenn du dich jetzt gerade den anderen widmest, kannst du sehen, dass sie jetzt ihre Augen aufgemacht haben und dich ansehen. Ach, die sehen mich direkt, okay. Eigentlich war jetzt mein Plan, dass ich da die Decke wieder über den Typen werfe und mich unter Bett verstecke. Sich verstecken Probe, 10 Punkte erschwert. Ich glaube, das ist der Punkt, in dem man anfängt, Athletik zu würfeln. Ja, ich glaube auch. Na, wenigstens haben wir ein Bluttempel ausgeschaltet, Worf. Wow. Dafür sind wir in Unheiligtum geschlichen. Das schreibe ich mir nicht auf meinen Lebenslauf, mein Lieber. Alles oder nichts. Ich hab doch alle Fälle Informationen gesammelt. Ist mir egal! Ja! Nicht. Ja! Ja! Oh, ich meine, easy. Du tauchst unter, du siehst, wie die Augen der Bluttempler auf dem anderen Bett ruhen, da wo es sich jetzt leicht blutig färbt und. Jedes andere Bett wäre jetzt auffällig rot, aber dadurch, dass das Bett sowieso schon blutig verschmiert ist, kannst du nur hören, wie sie murmeln, halt die Schnauze. Sehr gut. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich jetzt da hingehen soll oder sagen, oh, hier ist jemand ermordet worden, stell du dich doch mal hier drüben hin und pass auf, dass er nicht wiederkommt. Nee, du hast dich gerade auf so einem Stein niedergesetzt und... ich weiß ja gar nichts davon. Hat sich das sieht richtig rein. Das ist ein bisschen scharf, das ist ein bisschen süß, aber... alles gut. Warum warst du nochmal hier? Eigentlich ja. Nur ein Botengang. Ja, nee, also du weißt gerade selber nicht genau, warum du eigentlich hier bist. Also okay, ich frage mich selber, ja. Gut, das, ja, genau. Ich dachte, ich hast dich hier gerade irgendwo auf dem Stein, da wo Ragnar eben noch saß, hast die Rauschkräuter in der Hand gedreht oder eine Pfeife, je nachdem. Und hinterfragst gerade, warum du hier eigentlich bist und warum du dich hier gerade mit dem Bluttempeler unterhältst. Frag dich so ein bisschen aus, was es so Neues vom Festland gibt. War schon ziemlich lange nicht mehr da und Maraskan ist echt ätzend, aber ja, der Kampf ist halt ein gerechter und den muss man führen. Kann man sich ja nicht aussuchen, wo seine Insankti stehen und ja, erzählt dir so ein bisschen was über die Kapelle, die hinten steht, da wo Belharion eben war und dass da wohl ja der schöne dass da wohl die Menschen heute wohl demnächst mal wieder aufgespannt werden müssen, weil es fängt ja alles immer so schnell an zu modern und ja, die Speerspitzen sind immer mal wieder so ein bisschen blutig und fangen an zu rosten, aber ja, man hat ja seine Schmiede hier vor Ort und was man dir so alles eben erzählen kann über die Tabelle, über die Kapelle, die hier sich befindet. Siehst du das? Ja. Ich meine, wir wussten ja, wo die Kapelle ist. Ja, genau. Also ihr wusstet nicht genau, was da ist, aber ja, da ist wohl die Kapelle mit dem Heiligtum.